Guten Abend und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Auf jeden Fall habe ich mich dazu entschlossen, einfach mal meinen Abend mitzufilmen, da viele sich von euch für meine Abendroutine interessiert haben. Und ich bin ganz ehrlich, die sieht eigentlich jeden Abend komplett anders aus. Es kommt halt immer darauf an, wie viel ich für eine Arbeit lernen muss, beziehungsweise wie viele Hausaufgaben ich machen muss. Und dann verschiebt sich das Ganze halt immer nach hinten. Und meistens habe ich am Abend dann nicht mehr so viel Zeit, weshalb ich dann einfach schnell die Zähne putze und dann ins Bett gehe. Aber trotzdem, diesen Abend habe ich trotzdem versucht, eine Routine zu verfolgen. Ich habe jetzt aber einfach mal damit begonnen, mein Make-up abzumachen und ich würde euch ja sagen, wie viel Uhr es war und so, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe dieses Video vor einer Woche abgedreht und habe vergessen, es irgendwie zu schneiden. Nachdem ich mich so grob abgeschminkt habe, bin ich dann auch ins Bad gegangen und ich habe einfach so einen neuen Scrunchie. Und das sieht einfach aus wie so ein Weihnachts-Scrunchie, was eigentlich super unnötig ist. Aber ich fand ihn einfach so unglaublich cool und vor allem, der ist einfach so unglaublich flauschig und auch viel größer als meine anderen Scrunchies. Damit mache ich dann erstmal einen Dutt, um mein Gesicht dann gleich mit einem Reinigungsgel waschen zu können. Und dafür verwende ich dieses hier von CeraVe. Ich bin aber ganz ehrlich, es ist ein bisschen zu aggressiv für mich, weil es brennt dann immer so auf der Haut, was ja eigentlich nicht sollte. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich halt immer richtig darauf achten, was für Produkte ich verwende und so, weil meine Haut relativ schlecht ist. Das sieht man jetzt nicht, weil ich einen Glättungsfilter drauf habe, aber ihr solltet wissen, meine Haut ist wirklich nicht besonders gut. Ich habe auch noch ein paar andere Steps in meiner Skincare-Routine, aber ich war jetzt, um ehrlich zu sein, wirklich zu faul, das Ganze mitzufilmen, weil das Video dann auch zu lang geworden wäre und das wäre auch ein bisschen langweilig gewesen. Deswegen überspringen wir das Ganze jetzt einfach mal und gehen direkt weiter zu meinen Haaren. Da mache ich immer dieses Pflegespray da rein, aber ich glaube, ich habe da einfach die falsche Flasche verwendet, weil ich habe eins halt, was ins Pflegespray ist und bei dem anderen ist einfach nur Wasser drin und ich glaube, ich habe einfach nur Wasser drauf gemacht, was ziemlich kontraproduktiv ist. Normalerweise lassen sich dann meine Haare auch viel besser durchkämmen. In diesem Fall jetzt nicht, weil ich aus Versehen einfach nur Wasser verwendet habe, aber das hat Dani natürlich nicht bemerkt, weil ich einfach zu blöd dafür bin. Ich weiß auch nicht genau, warum meine Haare in diesem Video so unglaublich gesund aussehen, weil die sind wirklich alles andere als gesund. Die sind einfach so tot am Ende, weil ich sie gefühlt 10-mal gefärbt habe, auch wenn man es nicht wirklich sieht. Gleich danach habe ich mich eigentlich auch schon wieder dazu entschlossen, meinen Schlafanzug anzuziehen und ich schlafe immer in so einem Pyjama, weil mir ist einfach immer so unglaublich kalt in der Nacht und der ist richtig flauschig und warm und ich weiß, es gibt Leute, die einfach nackt schlafen können. Ich kann das nicht, ich würde mich einfach nur komplett totfrieren. Kuschelsocken dürfen natürlich auch nicht fehlen, weshalb ich sie dann anziehe und ich mag die einfach so unglaublich gern, auch viel mehr als normale Socken. Und hier seht ihr mein tolles Outfit, yay! Meistens muss ich am Abend auch noch Klavier spielen, weil sonst meine Mutter ausrastet und mich mehr oder weniger dazu zwingt. Ich möchte nichts gegen meine Mutter sagen oder so, ich habe sie wirklich lieb. Aber sie soll mich mal in Ruhe lassen, ja, ich muss so viel für die Schule tun. Und trotzdem muss ich gefühlt jeden Tag noch mal eine halbe Stunde Klavier spielen. Das mache ich dann nicht wirklich. Es wären dann meistens nur so 5 Minuten, aber es ist trotzdem so unglaublich nervig. Aber ich mag Klavierspielen trotzdem total gerne. Nachdem hatte ich dann auch so großen Hunger, dass ich mir was zu essen gemacht habe. Normalerweise esse ich immer mit meiner Familie zusammen, aber irgendwie hat sie bereits ohne mich gegessen gehabt. Warum, weiß ich an dem Abend auch nicht mehr so genau. Auf jeden Fall habe ich mir dann einfach selbst was genommen und an dem Abend gab es halt Reis mit Curry. Ich weiß, das sieht jetzt nicht so lecker aus. Es war um ehrlich zu sein auch nicht so lecker, weil ich mag Curry einfach generell nicht. Aber ich habe es trotzdem gegessen, weil wie gesagt, ich war hungrig und ich kann nicht jeden Abend Schokolade einfach nur essen und einfach das Abendessen überspringen. Das würde meinem Körper nicht gut tun, weil ich kann nicht mehr reden, tut mir leid. Währenddessen habe ich dann einfach YouTube geschaut oder irgendeine Serie auf Netflix. Wie gesagt, dieses Video ist schon so lange her, ich habe keine Ahnung, was ich da genau gemacht habe. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, eine Maske zu machen, weil ich das einfach fancy fand. Ich bin ganz ehrlich, normalerweise mache ich keine Masken, aber ich wollte, dass diese Abendroutine ein bisschen spannender ist, weil es sonst einfach so tot langweilig wäre. Deswegen machen wir jetzt eine Maske drauf. Von dieser Maske hatte ich tatsächlich nur noch die Hälfte, was ja eigentlich bedeutet, dass ich sie schon mal verwendet habe. Ich kannte sie trotzdem nicht und hatte keinen Plan, für was die genau ist. Ich war auch relativ verwundert, dass die einfach gelb ist, was ich nicht erwartet hätte. Aber wir tun einfach mal so, als hätte ich voll den Plan, was ich da gerade mache. Vielleicht trägt man die auch nicht so auf. Ich weiß auch nicht, wie lange man die eigentlich drauf machen muss, beziehungsweise drauf lassen muss, weil ich nicht auf die Verpackung gelesen habe. Das war gerade, glaube ich, auch kein Deutsch. Viele von euch fragen mich immer, woher ich denn diesen Maskenpinsel habe und ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe absolut keine Ahnung, woher ich ihn habe. Ich glaube, ich habe ihn irgendwo aus Korea für ungefähr 20 oder 30 Cent gekauft, weil in Korea ist einfach alles so unglaublich schön günstig, aber ich bin mir sicher, dass man den bestimmt auch in DM bekommen kann. Aber nur mal so unter uns, ne? Dieser Maskenpinsel ist eigentlich schon ziemlich unnötig, man kann das Ganze auch einfach mit der Hand auftragen und dann habe ich angefangen, meine Zähne zu putzen, weil das muss auch sein, Hygiene im Mund ist sehr wichtig. Ach so, ja, mir fällt gerade was dazu ein. Ja, wir ignorieren einfach mal, dass ich da gerade eine Tanzsession gehalten habe. Ich trage halt immer Kopfhörer und dann fange ich an zu tanzen, weil ich den Song so fühle. Was ich euch eigentlich aber sagen wollte, ist, dass ich an diesem Abend so Bleaching Stripes verwendet habe. Ich weiß nicht genau, ob ihr die kennt, aber das sollen halt so die Zähne aufhellen.
Und davor musste ich halt meine Zähne putzen, weshalb ich das Ganze dann auch gemacht habe. Und um mein ganzes Zeug dann im Mund wieder auszuspucken, muss ich immer einen Zopf machen, weil ich sonst auf meine Haare spucke. Ist mir schon tausendmal passiert und es ist echt nicht so cool. Das Bad, was ihr hier übrigens seht, ist mein eigenes, weshalb ich auch sehr froh bin. Eigentlich verwende ich es zusammen mit meiner großen Schwester, aber die ist nie da, weil sie in Erlangen studiert, deswegen benutze ich es allein. Wie gesagt, habe ich dann diese Bleaching Stripes ausprobiert. Ich habe die zum ersten Mal tatsächlich angewandt und ich werde dazu aber noch mein ganzes YouTube-Video posten, denke ich. Vielleicht auch nicht, es kommt drauf an, ob ich das hinbekomme oder nicht. Das Zeug, was ich gerade auf meine Zähne mache, das ist irgendwie so ein Beschleuniger oder so, aber irgendwie habe ich da nicht wirklich irgendwas drauf bekommen. Und wie man sehen kann, meine Zähne sehen jetzt nicht wunderschön aus, die sind schon so ein bisschen gelb. Dann kamen auch schon diese Stripes und ich hatte um ACA ein bisschen Struggle, das Ganze drauf zu machen, weil auf dem oberen Zehen, die obere Reihe, die ist irgendwie nicht richtig bedeckt und das hat mich so unglaublich aufgeregt, weil ich dann Angst hatte, dass nur die Hälfte weiß ist und die andere Hälfte noch so richtig ekelhaft gelb. Aber unten hat eigentlich alles super funktioniert. Ich hatte nur ein bisschen Schwierigkeiten dabei beim Umknicken und da musste ich alles nochmal abmachen und neu drauf machen. Darf man wahrscheinlich nicht. Bitte nimmt mein Tutorial hier nicht als Beispiel, sondern lest einfach die Verpackung ordentlich durch. Habe ich auch nicht gemacht. Ist wahrscheinlich alles komplett falsch, was ich gemacht habe. Ich hoffe, um ehrlich zu sein, auch wirklich, wirklich sehr, dass das Ganze nicht so schlecht für die Zähne ist, beziehungsweise für das Zahnfleisch, weil das soll es ja irgendwie angreifen. Das möchte ich aber nicht, okay? Nach ungefähr 5 bis 10 Minuten soll das Ganze aufgelöst sein und tatsächlich, diese Stripes waren einfach nicht mehr da. Das war einfach nur ein kompletter Schleim in meinem Mund, was einfach so unglaublich ekelhaft war. Und dann hat man nochmal so eine extra Zahnbürste bekommen, ich kann nicht mehr reden, wie man dann danach verwenden musste. Das war dann aber so eine Aufhellungszahncreme, was auch immer, und dann habe ich mir nochmal die Zähne geputzt. Und das Ganze muss man tatsächlich 2-mal am Tag machen für ganze 4 Tage und dann soll man halt einen krassen Unterschied sehen. Nach einmaliger Anwendung habe ich jetzt leider keinen Unterschied gesehen. Und ich weiß auch nicht, wie man so unglaublich untalentiert in Zähneputzen sein kann. So schwer ist das doch nicht, oder? Wie gesagt, hier sieht man nochmal nachher, meine Zähne sind einfach immer noch gelb. Aber da stand halt auch auf der Verpackung, dass man erst ein Ergebnis nach ungefähr 4 Tagen sehen sollte. Nee, eigentlich stand da, dass da man schon nach der ersten Anwendung ein Ergebnis sehen sollte, aber man sieht einfach nichts. Ich bin danach wieder gleich ins Bad gegangen und es war halt kurz bevor ich schlafen gegangen bin, weshalb ich dann nochmal so ein Öl auf mein Gesicht mache, weil meine Haut ist einfach immer so unglaublich trocken und wenn ich dann am nächsten Tag Concealer drauf mache, dann sieht man diese ganzen Schüppchen und darauf habe ich keine Lust, deswegen mache ich immer Öl am Abend drauf. Aber das ist ein Öl, welches die Poren nicht verstopft, darauf solltet ihr immer achten, weil sonst kriegt ihr ganz viele Unreinheiten. Würde wahrscheinlich bei mir auch keinen Unterschied mehr machen, so viele wie ich bereits habe. Und ihr müsst wissen, ich bin ein Blindfisch. Das heißt, wenn ich keine Kontaktlinsen trage oder keine Brille, dann sehe ich absolut gar nichts. Und mit gar nichts meine ich wirklich, wirklich absolut gar nichts. Wenn ihr nur 1 Meter von mir entfernt steht, ich erkenne euch nicht. So blöd es auch klingt, ich muss natürlich am Abend auch lernen und die ganzen Hausaufgaben machen, die ich über den ganzen Tag aufgeschoben habe. Ich bin aber ganz ehrlich, manchmal lasse ich es auch einfach und stehe am nächsten Morgen einfach ganz früh auf und mache dann noch meine Hausaufgaben. Es ist nicht so die beste Idee, weil ich bin dann immer super müde und habe dann auch keinen Bock auf die Hausaufgaben. Oder ich lasse es einfach komplett und hoffe einfach, dass die Lehrer das nicht merken, weil in der Oberstufe interessiert es die Lehrer um Essen noch nicht mehr wirklich, ob du die Hausaufgaben gemacht hast oder nicht. Und die kontrollieren es zum Glück auch nicht. Aber bitte nehmt mich nicht als schlechtes Vorbild oder so. Ihr solltet eure Hausaufgaben natürlich immer machen, weil dadurch lernt ihr ja auch was. Und spätestens bei der Arbeit merkt ihr dann, dass es was gebracht hat, weil ihr das Ganze dann schon könnt. Ich habe dann ungefähr noch so 2 Stunden Hausaufgaben gemacht, beziehungsweise, ja, ganz sicher nicht, vielleicht so 5 Minuten. Und dann bin ich auch ins Bett gegangen, beziehungsweise habe es wenigstens versucht. Wahrscheinlich konnte ich dann so 1 Stunde wieder nicht schlafen. Auf jeden Fall danke an alle, die mein Video bis zum Ende angeschaut haben. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und mir einen Daumen nach oben lassen würdet. Tschüss!